Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal, du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Stimmt, das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass er vorhergesehen hat, dass er spät dran ist. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst? Und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja, aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe? Ups. Das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Ich will deine Bananen wirklich nicht. Langweilig, füg dich dem Unausweichlichen und nimm die Bananen. Es sind leckere, saftige Bananen. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen, nämlich welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Nix da. Ich habe mein Schicksal selbst in der Hand. Obwohl die schon sehr nützlich aussehen. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen. Wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Na los, nimm sie. Greif zu! Nein! Gut so! Ergib dich deinem Schicksal! Ich fand übrigens, die Lache hat genauso geklungen wie Medivh aus Elimenia. Ja, und hier sind wir jetzt in dem Zelt des Wahrsagers, des Sehers, des Gurus, der sein Geschäft als Wahrsager halt erstmal vorübergehend beiseite gelegt hat, aber immerhin stattdessen seine Fähigkeiten einsetzen
kann, um Paare zu beraten. Und diese Paarberatung, die werden wir im späteren Verlauf des Spiels, vielleicht habt ihr das auch schon gemacht, auf jeden Fall noch in Anspruch nehmen. Nicht, dass Rufus wirklich halt jetzt da irgendeine Art von Beratung oder Hilfestellung bräuchte. Aber man muss ja auch sagen, es ist eine schwierige Situation, in die er sich da rein manövriert hat oder in die er da rein manövriert wurde, vollkommen ohne eigenes Verschulden. Genau, danke Rufus. Aber er hat ja auch zum Glück diese Fernbedienung, um diese Charakterfacetten von Goal hin und her zu schalten. Ja, dann mal eine Frage an Rufus auch. Wie hast du das eigentlich erlebt? Ist das nicht unglaublich praktisch? Wünscht man sich das nicht manchmal auch im wahren Leben sozusagen? Also eine Fernbedienung, mit der man halt zwischen unterschiedlichen Charakterfacetten von anderen Menschen hin und her schalten kann. Ach, was ich an dir so lähmend finde, ist, du hast überhaupt keinen Sportsgeist. Natürlich wäre das praktisch, wenn man so eine Fernbedienung hätte. Aber ich habe keine und ich komme auch so zurecht. Weil es gibt Körperzonen, ich will es mal so stehen lassen, wenn man die im richtigen Moment und in der richtigen Intensität und in der richtigen Richtung berührt, dann kommt es zu den gleichen Ergebnissen. Das ist doch viel aufregender, als einfach nur auf Knöpfe zu drücken. Aber ich verstehe schon, du hast es gerne immer ein bisschen einfacher. Das ist ja auch der Grund, warum ich der Held in diesem Spiel bin. Und du einfach nur jemand, der im Hintergrund die ganze Dreckarbeit macht. Ich meine, das ist doch klar. Natürlich weiß ich das. Und Körperzone, klar. Wir reden hier von der Schulter? Der Schulter. Mhm. Ich habe übrigens mal gegoogelt, ne? Technomage, PlayStation 1. Ja, 50 Euro. Ja. What the fuck? Okay. Es gibt aber auch günstigere Versionen. 23,90 Euro oder 5,54 Euro. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah, nee, lass mal. Warum sollte ich mir von einem dahergelaufenen Möchtegern sagen lassen, wohin die Reise geht? Ich glaub ja auch nicht an sowas, aber... Ich meinte eigentlich dich. Oh. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wollen wir mal den Wahrsager hinter uns bringen? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Nächstes Jahr schon? So ist es vorherbestimmt. Es kommt von der Mütze. Auch Haarwurzeln müssen atmen, weißt du? Oh, da kommt er. Worüber habt ihr gesprochen? Nichts. Fangen wir doch am besten gleich an. Also, was wollt ihr wissen? Werde ich verhindern, dass Goal Cletus heiratet? Was denn? Ihr seid gar kein Paar. Das hier ist eine Partnerberatung. Ich beantworte nur Fragen, die sich auf eure Partnerschaft beziehen. Ach ja, lass mich das umformulieren. Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Knifflig. Ich werde am besten die Kugel befragen. Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Vor uns? Meinst du nicht vielleicht hinter uns? Hältst du die Kugel überhaupt richtig rum? Ich glaube schon. Immerhin ist hier so ein Pfeil auf der Unterseite. This side up. Hier steht's. Ach komm schon, Rufus. Dann liegt halt noch ein langer Weg vor uns. Ist doch toll, solange wir beieinander sind. Werden wir Donna Goal rechtzeitig finden? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Kommen Goal und ich irgendwann so richtig zusammen? Eine gute Frage. Ich sehe große Zerrissenheit in euch. Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Wow!
Hast du mal darüber nachgedacht, bestickte Kissen zu verkaufen? Die wären bestimmt der Renner. Werden wir all das hier überleben? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Wie sieht es in Zukunft mit unserer Gesundheit aus? Ich sehe... Oh je, Mene. Das ist ja furchtbar. Kann man sowas überhaupt überleben? Was? Was siehst du denn da? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Niemals! Wir werden immer füreinander da sein. Nicht wahr, Rufus? Was wird aus Deponia? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein. Ich sehe... Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Das ist doch ein Trick, oder? Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ich sehe, dass ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. So, jetzt haben wir die eine Runde durch. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier. Du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. So. Wo hast du mich denn jetzt wieder hingeschleppt? Und wer ist das Pfeifenkopfmännchen? Das ist der Seher. Wie Seher? Sehr, sehr, denke ich. Oh, ich spüre eine neue Aura. Und gleich spürst du auch noch das dazugehörige Aua. Ich habe keine Lust, mir irgendwelches Esoterik-Huppi-Fluppi anzuhören. Es ist auch mehr so eine Partnerberatung. Eine was? Komm schon, sowas ist lustig. Und ich wollte gerade eine neue Frage stellen. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Das reicht. Das Maß ist endgültig voll. Ah! Na, was ist jetzt? Siehst du immer noch einen langen, beschwerlichen Weg? Oder vielleicht doch eher eine Zukunft, in der du weiterhin feste Nahrung zu dir nehmen kannst?
So, warte doch. Ich habe ja gar nichts ausgesprochen. Sehe einen langen, beschwerlichen Weg. Aber ihr nehmt die beschauliche, wunderschöne Abkürzung. Und die führt euch direkt in eine rosige Zukunft. Geht doch, du Knallkopf! Und das müssen wir jetzt mit jeder Frage machen. Deswegen werde ich die Fragen jetzt skippen. Wie war das? Das ist doch... Lass uns hier ein... Wie war das gleich mit dem... Also langsam macht der Typ... Darf ich meine... Ja, aber... Wie war das... Bevor... Das... Das Maß... Ah! Na, was ist jetzt? Siehst du immer noch Zerrissenheit bei uns? Dann siehst du vielleicht auch die damit zusammenhängende Zerrissenheit deiner Ohrläppchen. So warte doch. Ich habe mich offenbar verguckt. Das war keine Zerrissenheit, die ich da gesehen habe. Das war Gerissenheit. Ihr meistert alle Hindernisse dank eurer Gerissenheit. Gerade noch die Kurve gekriegt, Kojak. Wie war das? Das ist doch Humbug. Lass uns... Einen Moment noch. Wie war das? Wie war das? Oh, das willst du... Ich muss euch trinken. Das reicht. Das macht... Ah! Na, was ist jetzt? Siehst du immer noch große Schmerzen? Das müsstest du eigentlich. Sie kommen geradewegs auf dich zu. So warte doch. Das war nur ein Krampf. Ich werde wohl langsam zu alt für dieses Yoga. Euch wird es natürlich super gehen. Vorausgesetzt, ihr achtet auf euren Blutdruck. Irgendwie bin ich schon viel ruhiger. Wie war das gleich mit unserem Lebensabend? Ich weiß auch nicht. Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Das passiert sonst nie. Das reicht. Das Maß ist endgültig voll. Ah! Na, was ist jetzt? Immer noch alles dunkel? Vielleicht sind das ja die Lichter, die gleich bei dir ausgehen. So warte doch. Wahrscheinlich ist einfach die Batterie zu schwach. Zu schwach für das strahlende Licht eurer Zukunft. Auf Elysium meine ich natürlich. Von wo aus ihr auf ein viel saubereres, glücklicheres Deponia hinunterschaut. Und ganz Deponia winkt euch dankbar lachend zurück. Und wehe nicht, du Klappergestell. Wie war das gleich mit uns? Wie war das gleich mit unserem Reichtum? Oh, ihr werdet reich. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Das reicht. Das Maß ist endgültig voll. Ah! Na, was ist jetzt? Wir wollen die Lottozahlen hören. Sonst zeige ich dir gleich mal, was man alles aus Eingeweiden lesen kann. So warte doch. Ich habe noch nicht alles gesagt. Die Kugel verrät mir die Zahlen zwar nicht, aber sie sagt, sie stehen in den Sternen. Das hilft euch sicher weiter. Bitte nicht schlagen. Wenn sich dein Tipp nicht auszahlt, dann wirst du mal Sterne sehen. Das verspreche ich dir. Jo. So viel dazu. Das war der Wahrsager. Nervig. Und jetzt würde ich sagen, erkunden wir den Rest von Porta Fisco in der nächsten Aufnahmesession. Okay. Wer weiß, was uns noch für Leute begegnen. Zum Beispiel dieser komische stinkende Penner, der hat bestimmt nur Scheiße zu labern. Komisch, der sieht aus wie der oben links, der irgendwie nicht mehr aussieht wie Poki. Ja, irgendwie komisch, ne? Das muss vielleicht, Gronkh?
Muss vielleicht irgendein anderer Typ sein, der nichts mit dem Spiel zu tun hat. So ein random Guy, den man mal... Aber da stand doch gerade Gronkh oben. Ja, Gronkh heißen bestimmt viele Leute auf YouTube. Wie dem auch sei. Also bis zur nächsten Aufnahmesession. Tschüss. Ciao.